Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1761 Lower Bracket Final America Playoffs. Wir haben den Protoss in Rot, der ist beim Team Alpha X, das ist Astraea. Und der spielt gegen die Zerg-Spielerin aus Kanada. Beim Team Shopify Rebellion, es ist Scarlet. Der geile Besuch. Da war ein Adept unterwegs. Allerdings, dem sein Schaden hielt sich in Grenzen, er hat 2 Kills und das waren beide Linge. Die restlichen Ressourcen kamen durch Cancels, weil Scarlet da 2 Spore-Caller gebaut hat. Also ja, der Adept war unterwegs, hat Hitpoints verloren, hat sich bemüht, aber nicht übermäßig viel erreicht. So, links bin jetzt ready bei Scarlet und sie hat den nächsten Protoss vor sich. Ihr ganzer Playoff-Verlauf ist bisher gegen Protoss und das Ding ist ein Rematch. Die beiden haben es nämlich schon im Upper Semifinals getroffen. Und das hat Astraea mit einem 3:1 gewonnen. Und jetzt eben die Frage, kann Scarlet da zurückkommen und sich ins Finale durchkämpfen? Im Finale wartet dann Nieb. Weiterer Protoss also. Und ja, beide hätten dann die Chance da, den zweiten Spot im Finale zu belegen. Mal sehen, wer sich da durchsetzt. Erstmal hier Belagerung der dritten Basis. Die Probe blockt. Die Linge wollten eher den Adapter greifen und kamen da keine wirklichen Angriffe auf den... auf die Probe selber. Darum hat das so lange gedauert, weil eben der Adept quasi das Hauptziel war. Die Dinge kamen nicht durch. Und auch hier der Versuch, den Adept zu snipen, misslingt. Der Adept bleibt am Leben. Seine Kollegen haben ihm ausgeholfen. Das Voidware hängt hiermit ab. Und ja, einige Kills bereits gesammelt. Einige Linge jetzt auch verloren. Also Scarlet damit 10 Dinge down. Overlord auch verloren. Hat 3 Basen. Hat 48 Drones aktuell. Und Astraea mit seinem Stargate Opener und dem nächsten Schritt, Twilight Council und Resonating Glaives. Hat ja schon einige Adepts draußen. Und die bekommen dann noch ein Upgrade. Und es kommen nochmal ein paar mehr Adepts mit dazu. 8 Stück unterwegs, Teleport nach vorn. Roadshorn von Scarlet ist noch nicht fertig. Das könnte gefährlich werden tatsächlich. Die Linge hier sehen das, aber können natürlich nicht allzu viel dagegen tun. Rennen einfach weg. Hoffen, dass sie dann nicht gesniped werden. Oben gibt es jetzt noch das Battle gegen den einen Adept. Der wird aber von Void unterstützt. Upgrade ist noch nicht ganz draußen, also der Adept ist noch nicht ganz so stark. Die Linge zumindest schaffen es, eine Einheit zu killen. Aber die Adaptmasse jetzt Seitenwechsel runter Richtung Natural unterwegs. Da sind die Queens allerdings aufgeschaltet. Die Adapts wollen nicht gegen die Queens weiten. Die wollen an den Queens vorbei. Drum läuft der nächste Teleport, der nächste Shade Richtung Natural. Die Linge kleben dran. Die Frage, ziehen das Adapts durch, weil die haben dann das Upgrade. Oh, aber der erste Attack geht voll ins Vespingas, in den Extraktor. Das war ein Missklick. Damit verliert man eine ganze Runde Damage und damit werden die Adapts deutlich schneller weggefressen, konnten nicht so schnell die Linge klären und werden komplett aufgeräumt und der Angriff schlägt fehl. Es gibt noch eine zweite Truppe in Adepts, die ging in die dritte rein, aber Scarlet hat die Drones weggezogen und jetzt Roaches mit dabei. Also für die Adepts wird es jetzt schwieriger, Schaden zu machen. Sie versuchen zumal fokussen da die Drones, die rangefahren sind. Kann man zumindest noch ein bisschen was mitnehmen, aber 4 Drone-Kills für eine Masse an, was waren das, 10, 12 Adepts? Na, genau, Mittelpunkt. 11 Stück waren es, 39 Linge sind gestorben, 4 Drones. Und damit 1400 zu 1900 Resources lost. Und das ist nicht so schön für Astraea. Verliert natürlich hier einen ganzen Haufen Army Supply. Scarlet hat jetzt noch ein paar Roaches mit auf dem Feld. Die Queens leben natürlich auch noch ganz entspannt und haben recht viel Energie. Und da wird der Weg aufgemacht. Also eventuell startet Scarlet einfach einen Counterattack mit Roaches. Wir sehen Roach Speed auch unterwegs. Aber schon ein Infestation Pit. Das könnten dann theoretisch noch Swarmhosts werden. Also sie möchte auf einen richtig schnellen Hype-Tech. Was nun jetzt aber nicht so viele Optionen bringt direkt. Option Ultras. Aber nein, da kommt ein Hydra, dann wäre es eher Option Lurker. Das macht dann mehr Sinn. So, wir haben 1-1 ab jetzt mit Missile Attacks. Das war zu erwarten mit den Roaches, die schon draußen sind und dem Hydra dann unterwegs. Und ja, mehr Drones noch für Scarlet. 4. Basis kommt auch mit dazu. Astraea hat 3 Basen, muss aber eben den Protoss-Army neu aufbauen, nachdem quasi alle Adepts weggestorben sind. Das sind jetzt 5 Adepts, 5 Sentries und 1 Stalker. Ist jetzt nicht die DPS-reichste Army. Irgendwo schwirrt natürlich noch das Voidray mit rum. Und Hive-Tech beginnt für Scarlet, also ja, sie taggt jetzt einfach und baut ihre Economy weiter aus. Grease Battle wächst jetzt natürlich auch, dadurch, dass die Adepts recht schnell die Kontrolle über die Map verloren haben, indem sie einfach zu aggressiv reingegangen sind. Lurker Dennis unterwegs, das Voidwalk cruist hier rum, aber kann natürlich nicht allzu viel gegen die Queens machen. Und Astraea kann zumindest mit seinen ganzen Sentries regelmäßig Hallucinations schicken, um zu scouten. Sieht, dass die 4. noch nicht ganz fertig ist. Scarlet hat auch einen Blick auf die 4. von Astraea. Einmal ein Link hier, einmal ein Link hier, wobei der eine Link gerade vom Voidwalk aufgeräumt wird. Und über die Mainways fliegt noch ein Overseer. Da kommt +1 mit dazu. Da kommt eine Robo, da kommen mehr Gateways. Aber ja, der Fortschritt an Hive und Lurker denn ist besorgniserregend für den Protoss. Scarlet fühlt sich damit ziemlich wohl. Weiß die Protoss-Army, okay, hier einige Stalker, paar Adepts und ein paar Sentries. Hat trotzdem noch die Roaches. Hier möchte ich die tatsächlich hier mal kurz ranstellen. Ja, die Roaches schaffen den Feind jetzt nicht unbedingt. Die Stalker haben es auch blinkt mit dabei. Aber die Roaches können auf jeden Fall ein bisschen Zeit kaufen. Die Protoss-Army hat jetzt nicht diese
Wucht an Feuerpower, um den Zerg zu killen, bevor die Lurker draußen sind. Also Scarlet wird damit durchkommen, wie man sieht. Lurker dann auch gleich ready. Hive-Tech gleich ready. Dann folgen die Upgrades. Und dann kann die Party steigen. Dann ist die Frage, wie kann Astrea drauf reagieren auf diese Lurker? Geht es auf jeden Fall auf eine Robotics-Bay und eine weitere Robo. War Prism kommt mit dazu und eine vierte Basis. Also es wird mal ein bisschen gemakrot in Map Nummer 1. Insgesamt Mining-Vorteil ist ein bisschen hinterhergeschwungen, aber Scarlet wird sich jetzt ein klein wenig absetzen, bis die vierte Basis von Astrea wirklich online ist, wobei Scarlet auch schon auf die fünfte geht und die Protoss-Armee versucht sich mal zu postieren, versucht mal hier ein bisschen Bedrohung aufzubauen, aber ja, wie man sieht, Army ist da, Lurker sind da, Wien ist mit dabei, sofort Creep nachsetzen. Scarlet ist davon ziemlich unbeeindruckt. Oben versucht es ein Run-By, aber auch da Creep ist überall. Das heißt, das kann Scarlet rechtzeitig sehen und man sieht, wie bereits die ganzen Einheiten rüberlaufen. Also für die Adeptsen stehen die Chancen jetzt auch nicht sonderlich hoch, dass die den grandiosesten Damage machen. Brechen auch erstmal den Teleport ab und merken, dass die eben hier die ganze Zeit auf Creep rumstapfen. Also für Astrea die ganze Situation nicht optimal. Scarlet einfach mit 14 weiteren Drones. Hat natürlich dann auch die fünfte Basis am Start. Kannte die auch absichern mit den Lurkern hier. Also die fünfte ist gerade nicht in Gefahr. Astrea hatte mit seine vierte. Und hat selber 77 Probes. Also seine Economy ist auch, ja, nicht ohne. Hat es in sich. Da kommt jetzt auch Air Weapons 1, Observer Speed und ein Templar Archive. Also alle möglichen Werkzeuge an Tech. Die Lotus und dessen greifen mal fröhlich die Adepts an und killen die Hälfte davon, ehe die Adepts rausporten. In der Mainbase ist nochmal ein Overseer gelandet und der hat Contamination auf die Forge gesetzt. Das heißt, plus 2 wird ein ganzes Stück ausgebremst. Und da kommt Fleet Beacon und weitere Stargates. Also Astrea rüstet auf, um sich für eine Air-Army fit zu machen. Allerdings, Scarlet dreht jetzt auf und versucht von mehreren Seiten anzugreifen. Die Roaches an der dritten Basis, die Lurker mit den Hydras an der vierten, die Upgrades sind nicht wirklich da. Zumindest das Range-Upgrade ist jetzt da, aber das Speedbar-Upgrade noch nicht. Aber das ist den Lurkern egal, die sind bereits im Boden. Die Disruptor kommen jetzt mit dazu, können nicht gesnappt werden, sprengen aber hier nur die Hydras weg. Die Lurker bleiben trotzdem erstmal bestehen und belagern hier entspannt die vierte Basis. Drei Lurker, da kommen jetzt nochmal vier mit dazu. In Seismic Spines reicht, dass die Lurker halt in viele Richtungen schießen können. Jetzt kommen noch Linge mit angerannt. Die Protoss-Armee sieht noch nicht so großartig aus. Jetzt mal durchschafft der Kugel auf ein paar der Lurker, auf alle Lurker tatsächlich. Was für ein Damage. Problem ist halt, Damage reicht nicht. Man muss die Lurker killen. Die Lurker wurden nicht gekillt. Die vierte Basis wird abgeräumt. Die Protoss-Armee wurde ziemlich abgeräumt schon. 50 zu 100 ist das Army-Supply da. Nochmal durchschafft der Kugel trifft aber nur der Roaches. Und die Roaches-Sniper nicht die wichtigsten Ziele. Die wichtigsten Ziele sind die Dinger hier. Die Lurker, weil die haben gleich noch Adaptive Talents. Da kann man sie wesentlich besser micron. Da kommen jetzt nochmal Linge angerannt, aber die werden immerhin von den Zellets sehr, sehr gut geblockt. 20 Probes bereits gefallen und die Zerg-Belagerung geht einfach weiter. Scarlet pusht einfach fröhlich nach vorne, hat auch gleich 2-2. Es sind Carrier im Bau, aber ich glaube nicht, dass Astrea die Zeit hat, diese Carrier-Army vernünftig auszubauen, denn seine Natural ist da gerade schon in einem ziemlich schlechten Zustand. Cybernetics Core ist ohne Strom, das heißt, das Upgrade wird nicht weiter erforscht. Der Cybernetics Core geht komplett down und die wandern Zellets und 4 Disruptor versuchen hier irgendwie die Situation zu halten. Da kommt ein Abduct mit dazu. Die Disruptor müssen auch aufpassen. Schildbatterie gibt nochmal alles, die Hydras. Ja, ziehen die Zellets kurz runter und die Natural wird weiter angeschossen. Es gibt hier drüben einen Warpin mit dem Warprism. Da ist ein bisschen Static Defense, da kommt ein Queens Hydras, alles mögliche. Ich glaube, das Scarlet kann selbst das halten. Und hier wird immer noch gemicrot gegen die Disruptor-Kugel. Eine Hydra pro Disruptor rausnehmen, das lohnt sich halt nicht. Man sieht, wie Scarlets Belagerung einfach weitergeht. Sie ist jetzt schon in der Mainbase, die Natural wird gleich fallen. Die Zellets müssen irgendwas tun, da geht jetzt mal ein Lurker down. Das Warprism, wenn das unten wurde, komplett aufgeräumt. Und das wäre, ich glaube, das ist einfach nur noch, wie er hier seinem Tod zusieht. Versucht das jetzt mit den Carriern irgendwie in den Griff zu kriegen. Ihm fehlt aber ein bisschen die Detection hier und hat da einfach nichts. Hat schon zwei Basen verloren. Die Mainbase wird auch gerade durchgesäbelt. Und Scarlet in einer dominanten Position hier. Macht er das 1-0. Hat eben die Adepts gut gehalten. Ging dann sofort auf Tech. Und hat den Tech dann genutzt, um den Protoss elegant zu überrennen mit den Lurkern. Am Ende, Gott, die Economy war Katastrophe von Astrea. Vergleich zu dem, was Scarlet hatte, trotzdem 92 Drones. Also ja, ihre Economy lief wahnsinnig gut. Dreimal so viel Vespingas, dreimal so viele Mineralien. Und da kann Astrea einfach überhaupt nicht mithalten. Also das 1-0 geht an Scarlet. Hält damit den Schwung, den sie bisher gegen Protoss hatte, im Lowest Bracket weiterhin am Laufen. Adept unterwegs, portet jetzt raus. Der war hier ein bisschen unterwegs. Der wollte echt ein schönes Play machen. Da war ein Pylon-Block auf der Hedge. Der Adept wollte rechtzeitig zuschauen und die Drone snipen, aber Scarlet hat gut reagiert und die Drone rechtzeitig weggezogen. Die hat schon einfach oben gesetzt. Hat sich also nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hat jetzt ein paar Linge draußen, möchte die dritte Basis von Astrea blockieren. Der Adept wird auf jeden Fall den Surround-Up kriegen und die Probe ist ohne angeschlagene Probe, die rausgeschickt wurde. Die wird das überhaupt nicht überleben. Es kommen sogar noch einige Dinge hier weg. Das Void hat sich abgemüht, irgendwas zu tun. Hat auch ein paar Kills gefarmt, aber drei Link-Kills, ein Overlord, ein Adept und eine Probe und natürlich eine verspätete dritte Basis. Die Linge wollen jetzt nochmal nachsetzen, gucken, ob da eine weitere Probe rausgeschickt wurde. Bisher nicht der Fall. Es kommt wieder Resonating Glaives für Astrea, überraschenderweise. Also er vertraut auf dieses Update, dass es ihm dann doch den Erfolg bringt, den er wollte.
Hier ist wieder die Probe unterwegs für eine dritte Basis. Die Linie ist nicht ganz rechtzeitig. Der Nexus kann also gesetzt werden, aber dafür wird hier nochmal ein Adept surrounded. Und der Adept, der wird low. Der Adept fällt da. Nein, er fällt nicht. Er hat noch 10 Hitpoints. Die Linie wurden also aufgehalten. Was heißt denn, Glaive macht Fortschritte. Scarlet geht auf den Roadshorn. Sieht natürlich jetzt auch, dass es einige Adepts sind, die Astray hier reingeworbt hat. Keine Sentries, keine Stalkers, sondern nur Adepts, die da am Start sind, zusammen mit dem Voidray. Und das sieht dann schon verdächtig nach Map Nummer 1 aus. Entsprechend bei Scarlet ist der Roach Warren ein bisschen früher gestellt worden. Wiens momentan 6 Stück auf dem Feld. Die Dinge sehen das heute hier rüberfliegen. Mal sehen, Astrea hat da sein Resonant Glaives Play Erfolg. Ja, bisher sehe ich es nicht. Scarlet bereits mit 4 Overlords unterwegs und einem fertigen Roach Warren. Die Dinge sehen jetzt auch, dass da 4 Adepts unterwegs sind. Also ja, das Signal ist auf jeden Fall gesendet. Man zieht nochmal einen Overlord und plus 1 Missile Attacks in Evolution Chamber. Also Scarlet wird sich die Roaches schnappen. Das wollte währenddessen wird von den Queens surrounded. Und damit ist der Damage-Stealer schon mal weg. Und die Adepts versuchen es jetzt. Resonant Glaives ist ready. Roaches werden noch gebaut, sind also nicht ganz da. Die dritte ist nicht verbunden mit dem Fieb. Das könnte Chancen geben für Astrea, um Drones zu snipen. Aber die Drones der dritten werden weggezogen. Die Queen-Wand kommt angelaufen. Und in Kürze kommen dann gleich noch Ling und Roaches. Es sind nicht übermäßig viele Adepts. Die versuchen, die Queen klein zu kriegen. Aber der Transfuser hat das nochmal ein bisschen aufgehalten. Weitere Transfuser nicht verfügbar. Nächster Teleport geht rein an die Natural. Aber an der Natural warten bereits Roaches mit ein paar Lingen. Und die Adepts werden Stück für Stück zurückgeschlagen. Haben nochmal einen Teleport am Laufen Richtung Mainbase. Ziehen die den durch. Ansonsten sind sie draußen eh down. Also sie versuchen es zumindest mal, um hier irgendwie noch Schaden zu machen. 2 Drones bisher, 3 Drones. Jetzt schafft es das ja ein paar Worker rauszufokussen. 5 Kills, 6 Kills. Es ist etwas. Aber 6 Kills für wahnsinnig viele Adepts wieder mal, die da drauf gegangen sind. 9 Stück und das Voidray ist auch down. Und Scarlet natürlich nutzt ihre Masse sofort für einen Counter-Attack. Läuft direkt rüber. Roach, Queen, Ling-Angriff mit noch ein paar Ravagern mittendrin. Und ja, die Protoss-Verteidigung sieht jetzt natürlich sehr, sehr dünn aus. Kein Voidray am Start. Ein paar Sentries, die gerade reingekauft wurden, die 3 Adepts hier draußen, die müssen mega aufpassen, was sie tun. Die können es sich nicht leisten, so weit draußen. Denn die dritte hat keine Schildbatterie. Das könnte direkt der Tod der dritten Basis bedeuten. Die Linge funken da schon mal zwischen. Schauen sie die Situation an. Die jagen bereits die Sentries ein bisschen. Die wollen sich da zurückziehen. Die Stalker kommen mit raus. Aber jetzt kommen halt gleich die Roaches und die Queens mit dazu. Und die Queens haben einiges Energie gesammelt. Die können also transfusen. Erste Sentries bereits down. Reinforcement Warpin an Stalker kommt. Ja, die Natural kann hier Astrea vielleicht halten. Aber seine dritte sieht mega verloren aus. Die Schildbatterie, die da im Bau ist, wird wahrscheinlich nicht mehr fertig werden. Jetzt werden die Props gezogen. Aber die müssen komplett durch die Circa mit große Files auf die Probes und die treffen auch schönes Snipe hier von Scarlet und sie pushen jetzt einfach fröhlich weiter Richtung Natural auch, hat nämlich ja die Protoss da quasi selbst eingeforce-fieldet, hat da versucht sie zu schützen, aber jetzt kommt die Protoss-Armee nicht nach Hause, Schild bei der Overcharge wird sofort weggekotzt von den Ravagern, die Protoss-Einheiten hier draußen werden einfach abgefarmt und First Ray ist nicht mehr viel übrig, 4 Stalker da, die dritte Basis ist komplett allein gelassen, die wird als nächstes rausgenommen, die Queens halten einfach draußen die Stellung. Die Stalker versuchen ihr absolut Bestes, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber es heißt so viel Zergs, so wenig Protoss, 10 Army Supply zu 59 und die Stalker haben Blink, aber es gibt trotzdem nur begrenzt Möglichkeiten, wenn man Blink hat. Es ist ein Limit, wie viel man mit Blink microen kann. Eine weitere Runde Stalker ist mit dabei, aber als nächstes soll der Cybernetics-Core fallen, dann gibt es keine neuen Stalker für Astrea. Und da kommt erstmal noch eine Runde auf die Gateways, die Wall wird also aufgebrochen. Sowohl Gateway als auch Forsten jetzt down. Die Schildbatterien hängen auch alle in einem einzigen, hängen an zwei Pylons. Aber erstmal geht es voll auf die Schildbatterie. Die erste ist down und die zweite ist sowieso out of energy. Scarlet pusht einfach völlig weiter, pumpt auf den Forsten nachbaut. Währenddessen ihre vierte Basis, Roach Speed und plus 2 Missile Attacks. Also sie fühlt sich ihre Sache schon ziemlich sicher, macht trotzdem schon eine leichte Transition raus aus der Geschichte und hat jetzt auch die Netzwerk komplett besetzt. Wie man sieht, die Props wurden zurückgezogen. Die Stalker fighten immer noch um alles, blinkt nach hinten, versuchen sich am Leben zu halten. Die Props mussten wieder durch ein bisschen Zirkeln halten, doch wir sind bei 38 zu 53 Worker. Scarlet hat immer noch einen riesen Haufen Ravager und die Natural hat immer noch Schwierigkeiten hier von Astrea. Er kriegt ein bisschen was in Army Supply von Scarlet auch hier, wie man sieht. Die Linge sind kaum noch mit dabei, aber die Queens und die Roaches, die Queens und die Ravager währenddessen fokussen die Gebäude down. Ein Pfeil im Feld, der Nexus hat keine Schilde mehr, nur noch Hitpoints. Der Nexus wird runtergefokust, 400 HP. Mit den Cross of Files fällt er auf jeden Fall. Die Props fahren jetzt hier mittendurch. Noch mehr Props werden da doch aufgefahren. Die Queens spucken nochmal mit, haben aber keine Energie mehr für John Seuss. Die Stalker tun wirklich ihr Möglichstes, um das zu halten. Problem ist, wenn das Astrea mit einer Basis hält, was hat er dann noch? Er hat absolut keine Economy, denn er scheint das halten zu können tatsächlich. Die ein paar wenigen Stalker, das Oracle wird immer runtergefokust. Die Stalker clearen aber die komplette Circle, weil die Overseer hängen hier noch ab, aber die werden jetzt weggezogen. Aber er blinkt wirklich, aber ja, Astrea mit einer Basis weiß auch, das wird nicht funktionieren. Scarlet hat halt 4 Basen zu dem Zeitpunkt. Und damit ist es economy-technisch eine Katastrophe, auch wenn er den Fight hier nochmal gewonnen hat. Es war ein moralischer Sieg am Ende, aber ja, die Map hat er trotzdem verloren. Scarlet erhöht ihre Führung, ist damit bei einem 2 zu 0 und bei einem Matchball.
Wir sind auf Oxide. Es gab wieder ein Stargate, dieses Mal allerdings mit zwei Oracles. Der erste ist schon draußen, das zweite wird gebaut und der Stalker kümmert sich um den Overlord. Aber der hat das Stargate gesehen, das heißt Scarlet hat Informationen, baut Sporkorn, die Linke wollen hier nochmal ranrennen. Warten aber keinen Erfolg haben, sind zu wenig und die Adepts beschützen die Probe hier. Und ja, Scarlet gerade 8 zu 0. Seit sie im Lowest Bracket gelandet ist, hat sie 8 zu 0 Maps hingelegt gegen Protoss. Das ist schon eine Leistung, hat er wirklich gerade so ziemlich alle Trumpfkarten in der Hand. Mal sehen, was Astraea dagegen machen kann. Was seine Option ist, um das nochmal in den Griff zu kriegen. Weil für Astraea ist es genau andersrum. Er ist, glaube ich, jetzt bei der fünften Map, die er in Folge verliert. Fühlt sich natürlich auch nicht so toll an in dem Playoff-Bracket. Und ja, für ihn ist es jetzt do or die. Er kann es sich nicht leisten, nochmal eine Map zu verlieren. Das Oracle hat jetzt immerhin ein bisschen was an Damage gemacht, aber jetzt nicht sonderlich überragend. Zeit, das Oracle kommt mehr dazu. Ein paar Adepts gehen mit raus. Kann Astraea endlich den Damage finden, den er braucht? Linkren, wenn dessen durch und zieht, okay, dritte Basis ist ein Thema, werde ich aber nichts dagegen machen können. Mit einem Link alleine wird das nicht funktionieren. Die Oracles suchen nach einer Option, wo man Schaden machen kann. Die Adepts ebenfalls, also Natural und Mainbase werden eventuell gleich belagert. Die Oracles über Anflug, die Adepts portieren sich hier rein. Die Adepts starten. Andere Natural Drones wurden kurz weggeschickt, aber Links Round ist sofort da. Adepts werden geklärt. Oracles in der Mainbase jetzt unterwegs, versuchen die Drones wegzulesen, aber es ist ein Doppelqueen plus Sporecrawler. Auch da hält die Verteidigung. Scarlet verliert ein bisschen was. Die Linge, ein paar Drones, den Overlord. Insgesamt 250 zu 440. Währenddessen Astraea die zwei Adepts natürlich verloren hat und ein paar Hitpoints auf seinen Oracles. Wir haben dieses Mal aber kein Resonating Glaives. Also Astraea ist von der Option Resonating Glaives abgewichen. Kriegt auch gerade Ling-Besuch an seiner dritten Basis. Die Sentries mit Zealots versuchen ihr Bestes, um das zu halten. Da wurden bisher zwei Probes geklärt und doch einige Linge, die beide raufgegangen sind. Also das war jetzt nicht der schönste Move für Scarlet. Da kann Astraea, okay, ja, dafür hat Astraea in der Zeit einen Oracle verloren. Während man weggeschaltet hat, dann sind die Queens hier rausmarschiert und haben Oracle gesniped. Dann haben zwei davon einen Kill. Also Scarlet, auch wenn sie hier keinen Probe-Damage macht, sie holt sich trotzdem irgendwas an Damage. Und wenn es das Oracle ist, damit ist nur noch eins übrig, das hier scouten kann. Auch das hat natürlich schon Hitpoints verloren, muss also auch ein wenig aufpassen. Sieben Queens auf dem Feld, drei Sporecrawler mit dabei und Templar-Archive mit dazu. Das ist Astraea mit Zealot Archon, wie das aktuell aussieht. Und ne Robo gleich noch mit dazu. Bei Scarlet kommt jetzt der Leertech. Kriegt gerade einen Stasis Ward in der Main Base ab. Aber na, zwei Drones. Besser als nichts, aber jetzt auch nicht mega spannend. Ist natürlich nervig, dass das für Spingaster doch ein bisschen fehlt. Also wenn Scarlet da strikt durchgetaktet ist, was ihr Vespingas angeht. Aber wie man sieht, sie hat tatsächlich alle sechs Vespingas hier genommen. Und baut trotzdem Roaches. Also sie braucht so viel Vespingas tatsächlich gar nicht unbedingt. Hat ihre vierte Basis jetzt unterwegs, 70 Drones zu 68 Probes. Das Oracle wird die vierte gleich sehen, die im Bau ist. Kann auch nichts dagegen tun, die ist fast fertig. Ja, wir hatten jetzt den ersten Archon. Ich habe gerade The Merging is Complete gehört und das sind die zwei. Mit den Zealots, mit Charge, mit gleich plus 1. Also ist keine so schlechte Truppe. Problem ist einfach, die wandern Roaches, die Scarlet gerade gebaut hat. 13 Roaches. Die ist für Zealot Archon doch ein gewisses Problem. Das Oracle hat sich hier nochmal ein bisschen rangewagt, hat auch eine richtig interessante Relevation reingecastet. Eine Roach ist davon betroffen, dadurch sieht man die Roach-Masse. Linge rennt jetzt mal voraus, die Swarmstick, die Sentries so hier vorne. Das dachte sie sich auch gerade und das soll einfach die vierte beschützt werden erstmal. Und natürlich der Creep muss ein bisschen zurück, weil der eskaliert hier auch ein wenig. Observer ist mit dabei, Zealot Archon pusht ein bisschen auf den Creep drauf. Scarlet erstmal mit mehr Roach Ravager Produktion, Roach Speed und plus 1 Missile Attack. Es kommt eine Robotics Bay für Astraea. Läuft erstmal hin und her, räumt den Creep ab. Da fliegen noch ein paar Overlords mutig raus. Ja, der ganze Creep wird hier tatsächlich abgeräumt. Also fällt sehr, sehr viel gerade. Gerade so Richtung Mitte der Karte. Währenddessen Scarlet pusht aber schon wieder raus. Könnte das mit den Queens direkt versuchen nachzusetzen, solange noch was übrig ist. Aber nein, es gibt einfach den Attack auf Basis Nummer 4. Jetzt eigentlich werden die Queens flankiert von den Archons und ein paar Zealots. Aber mal sehen, ob das wäre den besten Fight rausholen kann. Da ist auch gerade ein Sheep mit dabei. Oben währenddessen wurde der Nexus gecancelt. Und es kommen jetzt 8 Swarmhouse mit dazu. Scarlet hat den Infestation Bit gebaut und versucht, Astraea direkt weit unter Druck zu setzen. Hält Astraeas Verteidigung. Er kriegt währenddessen ein paar Drones, hat nämlich da Zealots reingebracht. Da wurden auch schon defensive Locusts eingesetzt, was jetzt nicht so viel Spaß macht. Die Charge-Zells sind eine gewisse Nervensäge hier. Mehr Locusts werden eingesetzt, um diese Zealots zu blocken. Aber immerhin hat man damit keine offensive Locust-Welle erstmal gegen sich. Oder zumindest eine kleinere. Das hilft ein wenig. Wenn das nicht hier, die Ravager stehen sehr weit vorne. Die Stalker fokussen die hier runter. Erste Ravager down, zweite Ravager down. Aber die Protoss-Einheiten trotzdem müssen aufpassen, um jeden Mann, den sie da verlieren. Das sind halt nicht allzu viele. Und jede Einheit ist mega wertvoll. Warp ist ein Cruise hier weiter durch die Gegend.
versucht eventuell nochmal einen Warp-In zu starten. Swarmos kommen jetzt so langsam vorwärts gelaufen. Aber ja, Locust-Falle, wie man sieht, die wurde so ziemlich eingesetzt. Da kommen aber noch mehr Swarmos mit dazu. Allerdings wurden die Queens gerade allein gelassen. Und damit kann Astrea sich ein paar schöne Snipes rausholen. Das macht den kombinierten Push von Scarlet deutlich schwächer. Und sie bricht den auch komplett ab. Sie zieht jetzt alles wieder nach Hause. Oracle kommt dann die vierte angeflogen. Das sind aber Queens und Spore-Caller. Da wird für das Oracle nichts drin sein. Stattdessen wird es gesniped. Warpress-Man, das hängt vor der Mainbase ab. Die ganzen Overlords schwirren hier drüben immer noch rum. Aber das ist jetzt nicht so schlecht für Astrea. Klar, Scarlet Supply sieht sehr, sehr beängstigend groß aus. Aber man muss bedenken, das sind sowohl Roaches als auch Swarmos. Und das sind die ineffizientesten Einheiten, was Supply betrifft. Also die Army ist gefährlich, aber nicht so gefährlich, wie es den Zahlen auf den ersten Blick nach aussieht. 50 Supply mehr aktuell, 130 zu 180. Da kommt jetzt die Locust-Falle endlich mal offensiv angeflogen. Währenddessen sind die Roaches auch im Fighten. Konnten hier den Nexus finden. Da die Locusts versuchen, auf den Nexus anzufliegen. Die Cannon tankt erstmal weg. Die Protestanten versuchen, das in den Griff zu kriegen. Die Roaches laufen jetzt aber rein in die Natural. Und an der dritten Basis wird immer noch aufgeräumt. 5 Rogues bisher gefallen. Die Roaches splitten sich jetzt einmal in Natural, einmal in Main. Und beide Basen haben keine wirkliche Defense. Da kommt ein Recall rüber. Ein Teil der Protestanten wird da gleich landen in der Mainbase, um das in den Griff zu kriegen. Mortal ist mit dabei. Also die Truppe wird ziemlich krass zerrissen. Hier drüben sind die Roaches. Der Disruptor könnte da vielleicht helfen. Die Probes waren panisch weg. 16 Probes bisher gefallen. Jetzt kommt noch ein Lydosaur mit dazu. Wenn das Nier versucht, Roach Link hoch zu pushen, das sind die Stalker mit da. Da kommt ein Schild bei die Overcharge. Ein richtig gutes Schild bei die Overcharge. Man sieht, der Stalker stirbt einfach nicht. Er wird jedes Mal gerade wieder aufgeladen. Und das heißt, die Schildbatterie macht so einen guten Job, um die Einheiten am Leben zu halten. Die Roaches verlieren da den Fight mit den Lingen. Aber es kommt mehr. Es kommen die ganzen Locusts. Es kommen die Linge. Die Natural wurde jetzt geklärt. Und jetzt geht's wieder rüber an die dritte Basis mit den Locusts. Der versucht, den Nexus zu snipen. Der Nexus wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ne, der wird abgeräumt. Die Locusts wollen jetzt noch mehr. Können sie noch irgendwelche Kills rausholen? Die Linge fressen auch noch weiter mit rum. Wir sind bei 50 zu 65 Worker. Auch wenn Astrea gerade 23 Worker verloren hat, sind Worker konzentriert. Das sieht noch nicht so katastrophal aus gegen das, was Scarlet gerade hat. Scarlets Strategie hat natürlich auch den Schwachpunkt. Economy und Tech sind nicht so überragend. Der hat jetzt allerdings einen Hive-Tech durchgedrückt und versucht, Viper mit ranzuholen. Klar, gegen die Disruptor braucht man irgendwas. Die vierte Basis bleibt bestehen von Astrea. Aber die nächste Swarmus-Welle soll kommen. Der Nudo steht hier draußen. Das sollte Astrea gleich sehen. Na, der Creep kommt, glaube ich, doch nicht ganz ran. Aber die Swarmus sind gerade rangelaufen an die Kante. Das sieht Astrea auf jeden Fall. Aber er versucht, rüber zu pushen. Er versucht den Counter-Attack. Wenn das denn hier, Recall ist nicht verfügbar, Schild bei der Overcharge ist verfügbar, aber das bringt natürlich überhaupt nichts. Also ein weiterer Nexus wird sterben. In der Mainbase geht es nochmal zur Sache mit dem Warprism und einer ganzen Menge. Jetzt da wird sogar noch nachgeworbt. Die Apropos fallen gerade in Massen, der Nexus wird ebenfalls sterben. Also die Mainbase ist gleich eine Katastrophe, aber dafür die Protoss-Army steht vor der Zerg-Haustür mit den Disruptern, mit dem Immortal. Und die Disruptor treffen richtig gut gerade. Die ersten Hitzen sehr, sehr ordentlich. Da wird der Roach von weggesetzt. Das ist gerade jetzt Reinforcement, wird gerade massiv unterbunden. Die Somos kommen jetzt auch mit dazu, aber die können auch keine Locals absetzen. Die haben das schon getan. Nochmal Disruptor geht rein in einige Roaches. Die Dinge stehen da vorne, versuchen sie durch die Stalker durchzufressen, geben da ihr allerbestes, aber kommen trotzdem nicht durch. Ein weiterer Ravager wird gesniped, da ist jetzt gerade die Viper mit dabei, aber trotzdem, Scarlet hat gerade nicht die Army, um zu fighten, hat jetzt sogar gleich vieles Army Supply. Jetzt kommt die Locust-Welle und jetzt muss Astrea aufpassen, kann er seine Army da irgendwie am Leben halten. Gegen diese Masse Locust kann er irgendwie einen Disruptor reinschätzen, nein, Disruptor werden stattdessen gejagt. Die Stalker versuchen zu evakuieren. Ab Dark nochmal mit dabei. Ein Disruptor lebt noch. Die Selects haben sich währenddessen aber in der Mainbase durchgesetzt mit ein paar Reinforcements. Das heißt, Astrea kann eine Basis killen. Das ist der Hive. Währenddessen vor den Locusts sind immer noch weggelaufen. Die ticken gleich raus. Und damit ist die dritte Basis von Scarlet jetzt auch in Gefahr. Also es ist jetzt ziemlich chaotisch hier geworden. Die Mainbase stirbt. Die Natural wird dann gleich nochmal belagert von den Selects. Die dritte Basis hat auch Schwierigkeiten. Die Swarmos, ja, ohne Locusts wird das nichts. Die tun einfach nichts. Palinge kommt angerannt, der Immortal ist fast down, die Viper wird aber zuerst gesniped, die Hydra geht auch dran und Scarlet hat nicht das Werkzeug, um diesen Fight zu gewinnen. Astrea tatsächlich, er kann den Trend drehen. Er gewinnt seine erste Map seit einigen und Scarlets Win-Serie wird damit beendet. Der Plan, auf die Swarmos zu gehen, geht nicht auf. Es sah wirklich, es sah gut aus, stellenweise. Ich meine, Scarlet hat hier massive Probes und er eine Basis komplett abgeräumt. Die Mainbase hat sie nicht ganz geschafft, er hat lauter Pylons hier lahmgelegt, also in der Mainbase ging auch einiges drauf hier. Hatten wir insgesamt Gebäude lost. Nexus Schildbatterie kennen. Erst 7 Pylons wurden zerstört. Also das war wirklich einiges. 43 Probes, so rum, wurden dabei gekillt. Also die Hälfte der Worker ist noch übrig für Astrea. Aber es war die Army. Hat man gesehen, eben dieses Army Supply. Es kann ziemlich schnell auseinanderfallen. Diese Swarmos Roach Army, die man da so hat, ist nicht die beste. Und Scarlet war dann doch nicht weit genug vorne, um das in den Griff zu kriegen. Also Astrea macht den Anschlusstreffer. Jaganatha, nächste Map und Scarlet mit der offensiven Hatchery. Also das war eine Ausweichs-Hatch, wie man sieht, die Natural wurde kurz übergangen, aber Expansion nach vorne, das ist eine zum Angreifen und da kommen auch schon einige Linge für so eine frühe Phase des Spiels. Speedupgrade ist auch unterwegs. Scarlet sammelt keinen Vespingas mehr, Scarlet droht nicht mehr, Scarlet möchte angreifen. Hier die Wall wird zugebaut, also Astreas Defense wird ein weiteres Mal getestet, dieses Mal früher eventuell als erwartet, denn seine Scouting Probe ging drauf. Er hat die Infos von den drei Hatcheries.
Aber vielmehr seitdem nicht. Und da kommt dann gleich ein Schwall an Dinge an. Und Drones auch mit. Also okay, Scarlet dreht ja mal richtig durch. Setzt sich hier selber all in für die Aktion. Viel weniger Worker. Die Drones haben natürlich Mineral Walk. Das heißt, die können eben nach hinten fahren und damit den Adept mehr oder weniger surrounden. Wenn der Adept fällt, können die Linge rein. Währenddessen halten die Props noch gerade die restlichen Einheiten auf, versuchen das zu stoppen. Jetzt kommen die Linge reingequetscht. Oracle kommt mit dazu. Die Props weiten vorne an der Front. Der Stalker versucht irgendwie zu überleben. Das Oracle lasert Wasserzeuge. Aber die Linge kommen rein. Die Linge wollen natürlich so schnell es geht die Protoss Economy ausschalten, damit Scarlet dann nicht so miserabel dasteht. Sie muss den Economy-Unterschied ausgleichen. Das macht sie gerade ziemlich gut. Da sterben viele Props und versucht zu flüchten an die Natural. Da kommt eine Schildbatterie. Da kommen zwei Schildbatterien. Da wird zugewollt. Aber es sind noch so viele Linge einfach drin. Schildbatterie kommt. Nein, kommt nicht noch. Die werden gecancelt. Beide werden gecancelt, um Adept stattdessen reinzuwarpen. Also das Geld wird gerade hin und her jongliert von Astrea. Ist die Frage, war es die richtige Entscheidung? Hätte die Wall hier aufmachen sollen? Hat 18 Props jetzt verloren. Es steht 16 zu 19 in der Economy. Ein paar Linge rennen hier noch durch die Gegend. Und es sind nochmal Linge reingerannt, weil eben die Wall offen ist. Ich glaube, die Wall-Schildbatterie hätte nicht canceln sollen. Denn jetzt sind einfach noch mehr Linge drin. Das Geld einfach easy nochmal eine Runde nachgelegt und killt jetzt massenhaft Worker weiter. Die Adepts versuchen ihr absolut Bestes. Die Oracles sind out of energy. Aber es sind fast keine Props übrig. 7 Worker zu 26. Scarlet Drone gerade einfach nur, weil sie Bock drauf hat. Weil sie, ja, sich's leisten kann, die Linge fressen trotzdem einige Goldkosten. Das Rea macht schon gerade gar nichts mehr. Ich glaube, er weiß, dass das Ding zu Ende ist. Ja, da kommt einfach das geschlagene GG nach dem letzten Link, der geklärt wurde. Oh, Scarlet. Also, ja, keine Gnade. Jede Option, die man hat, wird gezogen. Das ist mega risky, was sie da gemacht hat. Wenn da einfach irgendwie die Drones nicht vernünftig rankommen, weil man da irgendein Gebäude dahinter stellen kann, dann ist der Protoss halt safe. Und dann hat Scarlet quasi alles verloren. Also, das fällt so schnell aus. Sondern man sieht das. Das ist der Mining-Vorteil, weil Scarlet einfach alle Drones oder einige Drones mitgezogen hat von ihrer eigenen Economy. Aber ja, dann hat sie doch den Weg reingefunden und der Cancel, um die Adepts reinzuwarpen. Man kann es verstehen, dass Scarlet dachte sich, ja, ich habe Warpins verfügbar, ich habe aber kein Geld für weitere Einheiten, ich brauche weitere Einheiten, um diese Linge wegzukriegen. Es sind noch so viele Linge in meiner Base. Da hat er sich entschlossen, die Schildbatterien zu canceln, um das Geld zu haben für die Adepts. Aber dann war eben hier die Lücke offen, dann haben die Reinforcement-Linge sich gedacht, gut, dankeschön, wir gehen mal rein. Und damit war das Ding dann leider entschieden. Und somit, Scarlet zieht ins Finale. Wir kriegen einen NA-Klassiker. Nämlich Scarlet gegen Leap im Finale. Nicht das erste Mal, wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Und das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.